7 Tage nichts essen. Kein Auswärtsessen, keine Lebensmittel, keine Säfte, gar nichts. 7 Tage nur Wasser trinken. Wasserfasten ist die simpelste Form von Fasten und kann sehr viele positive Effekte auf Körper und Psyche haben. Nicht nur abnehmen kann ich dadurch relativ schnell, sondern es ist generell eine ziemlich natürliche Art und Weise, den Körper zu entgiften. Der Verdauungstrakt hat nämlich endlich mal Zeit, alte Zellen und Müll zu entsorgen. Zum Beispiel kann auch die Haut besser werden. Also eine Art natürlicher Reset-Knopf und das nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Es ist nämlich auch ein bisschen so wie ein Dopamin-Detox, falls ihr das schon mal gehört habt. Ich will dadurch also auch meine Willenskraft stärken, wieder produktiver werden, wieder mehr gesund essen und auch weniger abgelenkt, sondern mehr bewusst im jetzigen Moment leben. Also es hat meiner Meinung nach auch definitiv eine spirituelle Komponente, wenn man das Leben einfach wieder aus einer etwas anderen Perspektive sieht. Vor 2 Jahren habe ich diese Art von Fasten schon einmal gemacht und habe die 7 Tage leider aber nicht ganz geschafft. Das Video ging zwar ziemlich gut ab, aber ich will es dieses Mal kürzer, knackiger und informativer halten. Wie sich mein Körper und Gewicht dabei verändert haben, ob meine Haut besser geworden ist und wie ich mich generell dabei gefühlt habe, erfahrt ihr jetzt. So Leute, ich war gerade bei der Apotheke und ich habe mir Glaubersalz geholt. Das ist eine Art Abführmittel und hat gerade mal 3 Euro gekostet. Damit will ich meinen Körper noch schneller in diesen Hungermodus, in diesen Fastenmodus reinbringen. Klar sitze ich dann auf der Toilette und habe wahrscheinlich durchfallähnliche Symptome. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber ich denke, es ist es wert, denn dadurch starte ich dann schneller in den Prozess der Autophagie, also dass der Körper die körpereigenen alten, kaputten Zellen auffrisst und den Müll auffrisst. Also so gesehen startet dann die Entgiftung schneller und es soll auch das Hungergefühl am ersten Tag besonders unterdrücken. Außerdem denke ich, dass dadurch mein Darm schneller entleert wird und so kann dann auch der Prozess der Ketose schneller starten. Also nimmt der Körper schneller das Fett für die eigene Energiegewinnung und ich komme schneller in diesen Fettstoffwechsel. Als meinen Trick Nummer 2 habe ich mir dann auch noch Mineralien und Spurenelemente bei der Apotheke bestellt, die kann ich gleich abholen. Und dadurch werden dann meine Körperfunktionen während des Fastens noch besser unterstützt. Das habe ich ja letztes Mal nicht gemacht. Wir werden sehen, wie es laufen wird. Ich hoffe nur, ich muss nicht zu lange auf der Toilette sitzen. Das wäre natürlich unangenehm, aber ich denke, ich kriege das schon hin. So, also ich habe da jetzt ca. 40 Gramm von diesem Glaubersalz in einem 3/4 Liter Wasser aufgelöst und das werde ich mir jetzt genehmigen. Es schmeckt irgendwie nicht ganz so salzig wie Salz, aber es schmeckt schon irgendwie, als wäre ich gerade im Meer geschwommen und hätte Salz geschluckt oder Wasser geschluckt und das ist schon ein bisschen eklig irgendwie. Jetzt nochmal den großen Krug, Junge. Boah. Boah, es ist so salzig, es ist richtig eklig. Boah. Erstmal ein bisschen normales Wasser draufkippen. So Leute, jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich explodiere. So Leute, es ist jetzt nachmittags und ich war auch schon 2 Mal auf der Toilette. Da will ich auch gar nicht genau ins Detail eingehen. Das könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Also Abführmittel halt. Außerdem war ich vorher noch bei der Apotheke und habe mir dieses geile Zeug geholt. Basica hat 9,50 Euro gekostet, war nicht ganz so günstig. Es gibt auch noch ein anderes Mittel, das heißt Allotrans, habe ich gehört. Aber das ist leider mit Zucker. Deswegen habe ich mich für das hier entschieden, das ist ohne Zucker. Weil Zucker fördert zwar die Aufnahme von den Mineralien, aber das ist immer die Problematik mit dem, dass Insulin ausgeschüttet wird und dass ich dann vielleicht eine Heißhungerattacke bekomme. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. Also das versuche ich dann 2 Mal pro Tag zu nehmen, denn das ist gut fürs Fasten. Dann bin ich vielleicht auch leistungsfähiger und vielleicht hilft es sogar gegen Kopfschmerzen, weil ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen irgendwie und natürlich Hunger. Also es ist nachmittags, normalerweise hätte ich jetzt schon längst gegessen, aber es ist natürlich schwierig, wenn du Hunger hast. Psychisch zumindest, ich will die ganze Zeit irgendwas essen, weil im Kopf habe ich dieses Gefühl, hey, ich brauche was zu essen, aber mein Magen ist jetzt noch nicht so hungrig eigentlich, das ist ziemlich gut. Es ist bisher alles noch im Kopf. Ja Leute, es ist Tag 2 meines Wasserfasten-Selbstexperiments und ich denke, mein Darm ist so langsam leer. Vom energetischen Niveau fühle ich mich ziemlich gut eigentlich, habe keinen Kopfweh mehr, fühle mich immer noch ziemlich gut und präsent. Ich bin gerade mit dem Auto in die Stadt gefahren und davor war ich auch schon spazieren. Ja und sonst geht es mir eigentlich auch ziemlich gut. Ich war heute sogar ziemlich produktiv, muss ich sagen. Was mir aber schon aufgefallen ist, dass wenn ich nur Essen sehe oder rieche, dass es wirklich ziemlich schwierig für mich wird und deswegen versuche ich wirklich das komplett aus meiner Umgebung fernzuhalten.
Aber das ist natürlich auch schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Stadt gehe und dann an Bäckereien vorbeilaufe. Also man kann das gar nicht ganz vermeiden, leider. Ich denke mir dann immer so, scheiße Mann, ich würde jetzt gerne essen. Und es ist eigentlich schon ziemlich schlimm im Hinterkopf zu wissen, dass es noch mehr als 5 Tage sind. Aha, das ist schon demotivierend auf jeden Fall. Aber ich hoffe, ich krieg's hin. So Leute, es ist Tag 3 und ich sehe schon, mein Gesicht ist irgendwie ein bisschen dünner schon geworden. Also vom körperlichen Energieniveau her würde ich schon sagen, dass ich ein bisschen Energie verloren habe, ein bisschen schneller erschöpft bin. Ich bin vorhin die Kleidung holen gegangen, 3 Stockwerke runtergegangen, wieder 3 Stockwerke hoch. War schon ein bisschen außer Puste, aber Spaziergänge gehen natürlich schon, also gar kein Problem. Nur wenn ich jetzt ein Fitness-Workout machen würde, das würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht machen eigentlich. Aber ja, es ist schon hart, so ziemlich jede Sekunde sehe ich irgendwas auf Instagram, so Essen oder so, oder wenn meine Freundin irgendwas isst und ich aus Versehen reinkomme, dann versucht sie es zu verstecken, aber ich rieche natürlich trotzdem, mein Geruchssinn ist sehr viel intensiver auf jeden Fall. Und ich hatte dann heute auch wieder leichte Kopfschmerzen, aber ich trinke einfach genug und dann geht's eigentlich, also gerade geht's voll und ich fühle mich ziemlich gut. Und vom Psychischen her bin ich eigentlich noch topfit, also ich kann mich super konzentrieren. Ich habe so eine gewisse Rastlosigkeit in mir, also ich weiß nicht, was das ist, aber es fühlt sich so an, als wäre ich so rastlos. Und das heißt eigentlich, dass ich ziemlich viele Aufgaben relativ produktiv, ohne Ablenkung, einfach umsetzen kann. Also ich bin teilweise sogar produktiver, muss ich sagen. Ich habe da nicht so Gedanken an Essen oder irgendwie jetzt einen kurzen Snack, Dopaminkick, und nach dem Essen lege ich mich ja meistens noch 1-2 Stunden aufs Sofa, lese ein Buch, schaue Serie oder sowas. Das fällt komplett weg. Ich habe viel mehr Zeit natürlich. Das ist auch noch ein Punkt, dieser zeitliche Aspekt. Und ja, ich würde einfach sagen, generell ist es einfach cool, jetzt nicht mehr so abgelenkt zu sein auch und irgendwie in so einem Fokus zu sein. Also es gefällt mir gut, dass ich da einige Sachen erledigen kann, die ich sonst vielleicht nicht geschafft hätte. Und was ich noch sagen wollte, dieses Basica-Pulver, was ich hatte mit diesen Mineralstoffen und den Spurenelementen, das nehme ich jetzt nicht mehr, weil ich habe herausgefunden, also nach dem ersten Mal nehmen schon direkt herausgefunden, dass dort Laktose enthalten ist, und Laktose ist Milchzucker. Ich will auf keinen Fall irgendwie meinen Insulinspiegel anheben und dann kriege ich vielleicht eine Heißhungerattacke oder sowas. Das wäre der Worst Case für mich. Und genau deswegen bleibe ich auf komplett null Diät, null Kalorien, null Zucker, null Süßstoffe. Es gibt diese Mineralien natürlich auch ohne diese Füllstoffe und Zucker und Süßstoffe, aber habe ich jetzt nicht direkt gefunden in der Apotheke, die hatten das leider nicht da. Ich habe dann mit der Apothekerin aber auch geredet und die meinte, ich brauche nicht unbedingt Mineralien für 7 Tage, so Zusatzstoffe, wenn mein Kreislauf stabil ist und ich nicht irgendwie umkippe oder sowas, sonst könnte ich einfach mal so eine Hand Salz nehmen. Das mache ich jetzt auch gleich. Also gönne ich mir jetzt eine kleine Prise Salz. Mal ein bisschen Geschmack, ist nicht schlecht. Auf jeden Fall habe ich dadurch auch ein paar Mineralien und die meisten Mineralien, die brauche ich nach 7 Tagen noch nicht. Wenn ich danach einfach normal wieder weiter esse, dann ist es eigentlich kein Problem, solange ich nicht irgendwie Kreislaufbeschwerden habe und mir schwarz vor Augen wird oder so, dann wäre das natürlich schon hilfreich, da die Mineralien zu haben. So, ich habe es jetzt 3 Tage lang ohne Essen ausgehalten und nur kaltes Wasser getrunken, aber ich bin jetzt wirklich an einem Tiefpunkt angelangt. Ich habe einfach so Hunger, es regnet draußen und ich weiß nicht, ich bin die ganze Zeit hier in dieser Wohnung gefangen. Ich brauche irgendwas, was mich irgendwie ein bisschen aufmuntert, und weil ich jetzt so an dem Tiefpunkt angelangt bin, dachte ich mir, ich koche mir ein bisschen heißes Wasser auf, kippe das rein und hier habe ich Gemüsebrühe, da mache ich mir einen ganz kleinen Teelöffel rein so und noch ein bisschen Sojasauce dazu. Ist ja eh fast nur Salz, ich glaube 3 Kalorien oder sowas oder 5 Kalorien. Ich hoffe, das macht jetzt nichts aus. Ich habe jetzt nicht nur Wasser getrunken, ich habe hier ein bisschen Salz und minimal so Gemüsestückchen, glaube ich, aber ich glaube, nee, das ist eigentlich nur Pulver. Aber ja, ich muss mich jetzt irgendwie motiviert halten und deswegen mache ich das. Ah, meine Rettung. Ah. Geil. So Leute, es ist der 4. Tag. Meine Konzentration ist immer noch on point, ziemlich high level, würde ich sagen. Aber körperlich bin ich immer schwächer. Also heute war es schon ziemlich anstrengend, einen Spaziergang zu machen. Das ist echt nicht so geil eigentlich. Eigentlich würde ich jetzt den ganzen Tag hier rumliegen am liebsten. Und die Sache mit dem Suppenpulver und der Sojasauce, also das war doch wahrscheinlich nicht nur Wasser und Salz, also es war wirklich keine gute Idee, denn es ist einfach so durch mich durchgelaufen. Es war wirklich ein bisschen unschön auf der Toilette dann. Aber damit ich nicht die ganze Zeit nur Wasser trinken muss, habe ich mir gerade einen Tee gemacht und den genieße ich jetzt gleich. Also Tee sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Und noch so ein kleiner Tipp am Rande, Zähneputzen hilft echt Wunder gegen Hunger, finde ich. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist so eine gewisse Dopaminanpassung, nenne ich es jetzt mal. Also mein Dopamin wurde runterreguliert, weil ich jetzt durch das Essen keine geilen Gefühle mehr bekomme, kein Dopamin mehr in mein System reinkommt. Und dadurch fallen mir Dinge leichter, die eigentlich nicht so viel Dopamin bringen. Ich weiß nicht, ob das Sinn für euch macht, auf jeden Fall so lesen oder sowas, was eigentlich
teilweise auch langweilig sein kann und jetzt nicht direkt so viel Dopamin bringt, wie in eine Tiefkühlpizza reinzubeißen oder auf Instagram rumzuscrollen. Und das hilft mir auf jeden Fall auch mal öfter so psychisch anstrengendere Dinge zu machen, wie ein Buch in die Hand zu nehmen oder jetzt irgendwas zu machen, was eigentlich schon lange fällig ist oder irgendwie etwas recherchieren. Und was dann noch ein ziemlich positiver und sogar wissenschaftlich bewiesener Fakt ist, dass ich nach 7 Tagen nichts essen, wahrscheinlich danach sogar die ziemlich gesunden Dinge mit wenig Salz, wenig Fett und wenig Zucker sehr, sehr gut schmecken werden und ich auch vielleicht mich gesünder ernähren kann danach. Aber ja, so wie es mir heute ging, habe ich echt Bedenken, dass ich es nochmal 3+ Tage durchhalte. Aber schauen wir mal. Ich denke, es ist zu schaffen, aber boah, es ist echt schwierig auf jeden Fall. Jo, meine lieben Freunde, es ist Tag 6 meines Experiments. Und gestern habe ich leider nichts aufgenommen, denn ich war mit meiner Freundin bei ihrer Family. Wir haben ein bisschen Fußball gespielt, Waveboard gefahren, Boccia gespielt und noch ganz viele andere Sachen. Aber ich muss sagen, mein Körper, der macht nicht mehr so ganz mit. Ich bin in einer Art Energiesparmodus. Ich kann zwar eigentlich noch fast alles machen, doch wenn ich jetzt irgendwie 4, 5 Treppenetagen habe, dann ist es ziemlich, ziemlich anstrengend. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Selbst teilweise beim Zähneputzen muss ich mich kurz hinsetzen. Oder wenn ich aufstehe, dann habe ich manchmal auch so ein Gefühl von Schwindel. Also wenn ich morgens zu schnell aufstehe, dann wird mir schwindelig, muss ich mich direkt wieder hinsetzen. Also mein Kreislauf, der ist auch nicht mehr so ganz der schnellste, beste. Und ich habe auch viele Sachen gar keine Lust mehr, weil ich mich einfach lieber hinsetze oder hinlege. Und körperlich bin ich also nicht mehr so fit. Psychisch bin ich trotzdem noch ziemlich on top. Was ich noch bemerkt habe, ist, dass ich teilweise minimalen Mundgeruch habe. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber dann putze ich halt einmal mehr Zähne oder so und dann ist es alles wieder gut. Das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil über die Zunge, glaube ich, werden die Giftstoffe eben abgesondert und dann riecht es halt nicht so gut. Aber es ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Und was halt noch ein Riesenpunkt ist, ist diese Zeitersparnis. Also ich muss nicht einkaufen gehen, nicht abspülen, nicht essen, kochen, herrichten, verdauen. Dann noch 1, 2 Stunden bist du ja unkonzentriert nach dem Essen, weil du verdauen musst eben. Das fällt alles weg. Ich habe so viel Zeit mehr. Es ist krass einfach. Und dadurch habe ich gemerkt, die letzten 6 Tage habe ich einfach so viele von meinen Gewohnheiten umsetzen können, wie zum Beispiel Meditation, Lesen, Chinesisch lernen. Das alles viel mehr, viel einfacher, weil ich einfach viel mehr Zeit hatte auch. Also war ich auch in der Hinsicht, zumindest bezüglich meiner Gewohnheiten, viel produktiver und effektiver, effizienter. Und wir haben hier heute richtig schön warmes Wetter. Wir gehen jetzt direkt noch eine Runde spazieren. Danach noch vielleicht zu einer Freundin ein bisschen Tee trinken. Morgen ist der letzte Tag und darauf warte ich schon so lange. Wenn ich heute Abend schaffe, habe ich einen neuen Rekord aufgestellt. Meinen persönlichen zumindest. Und ich freue mich einfach, dass ich heute noch schaffe. Und morgen ist der letzte Tag. Frühstück, Mittagessen fällt weg, aber Abendessen darf ich dann wieder. Yes, Mann, ich habe es geschafft. Tag 7 und es ist jetzt abends. Das heißt, ich habe genau 7 Tage geschafft. Ich darf jetzt wieder essen. Aber was ich davor noch kurz sagen wollte, ist, dass mir auch noch aufgefallen ist, ich habe es noch gar nicht erwähnt, dass ich halt die letzten Tage ein bisschen Schleim hatte. Das war so gelber Schleim, also ein bisschen eklig. Aber auf jeden Fall ist es ein gutes Zeichen, weil das zeigt für mich eigentlich, dass es gut funktioniert hat mit diesem Detox, dass es halt die Giftstoffe rausgespült hat. Und das ist natürlich ganz geil zu wissen. Aber jetzt gönne ich mir endlich mein Essen, mein wohlverdientes, auf das ich jetzt schon so lange gewartet habe. Es ist krass, ich habe richtig Hunger, ich freue mich so krass. Ich habe mir nämlich Nudeln vorbereitet mit Tomatensauce, richtig geil hier. Dann habe ich noch ein bisschen Kuchen mit Banane und Cashewnüssen. Also auf jeden Fall solltet ihr nach so einer Fastenkur etwas essen, was leicht verdaulich ist. Und das ist ziemlich leicht verdaulich. Dazu noch ein bisschen veganes Pesto und ich freue mich jetzt einfach. Oh yes, baby. Oh, boah, das ist richtig geil. Endlich was Geiles zu essen. Und jetzt noch ein Stück Banane. Boah, es schmeckt so intensiv. Es schmeckt so intensiv, man kann es gar nicht glauben, aber... Oh, ich bin befreit, endlich. Die Tortur hat ein Ende. Ich bin so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. 7 Tage erfordert auf jeden Fall so krasse Disziplin. Aber lass mich jetzt in Ruhe essen. Ich werde jetzt mir das alles reinziehen und gönnen und wir sehen uns.
Ich habe über die letzten 7 Tage über 8 Kilo abgenommen. Natürlich war das nicht alles Fett. Ich schätze, so ungefähr 2-3 Kilo Fett werden es gewesen sein und auch minimal Muskelmasse werde ich wohl verloren haben. Aber der Rest war wahrscheinlich nur Wasser und das wird natürlich wieder zurückkommen. Erhofft euch also nicht zu viel, ein kleiner Jojo-Effekt ist ganz normal. Besonders habe ich auch die Zeitersparnis durch den Wegfall vom Essen, Abspülen, Verdauen, Zubereiten, Kochen, Einkaufen gespürt. Dadurch war ich dann auch ziemlich produktiv und konnte mich leichter zu emotional anstrengenden Dingen überreden, wie zum Beispiel einfach mal ein Buch in die Hand zu nehmen oder am PC zu arbeiten. Leider habe ich am ersten Tag danach auch direkt wieder reingehauen, denn eigentlich will ich jetzt wieder gesünder essen, da die gesunden Lebensmittel jetzt einfach wieder besser schmecken. Ich habe auch vor, das als eine Art Neustart zu sehen und wieder mehrmals die Woche Sport zu machen. Zu der Entgiftung kann ich leider nicht viel sagen, weil es ja im Innen abgeht, in meinem Darm und so, das kann ich ja nicht wirklich einsehen oder testen, aber meine Haut, die finde ich ziemlich gut, ein bisschen besser als davor auf jeden Fall und bin froh darüber. Wenn ihr das jetzt selbst auch machen wollt, dann bitte davor ärztlichen Rat aufsuchen und auch wenn ihr Kreislaufprobleme habt, dann solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, LeoLovesLife, da habe ich zum Beispiel alle eure Fragen zum Fasten in meinen Stories beantwortet. Und ihr könnt mir natürlich auch jederzeit persönlich schreiben. Danke fürs Zusehen. Bitte einmal für den Algorithmus liken und kommentieren. Abonnieren für mehr Selbstexperimente. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.